Ja, moin Leute, euer Menex am Start. Wir legen los und haben die Qual der Wahl mit John Dees entweder Picky Eater oder South Tibasca Cycle zu spielen. Ja, es ist... Es ist irrelevant. Gutes Unentschieden. Ja, ich hätte auch den erwischen können. Wäre mir lieber gewesen, weil dann hätte ich nächste Runde beide nehmen können. Riesig. Optimal ist das nicht. Die Stats sind halt so schwach zum Fressen mit Picky. Deswegen lohnt sich das nicht, dafür zu freezen. Gutes Unentschieden. Interesting. It may not be the most powerful minion on the field, but it's brave. Poor unfortunate souls. Jetzt kann ich nämlich den flippen statt den und habe den großen Luxus, dass ich wie heißt's? Ja, dass die Stats auf meinem Board sind und nicht im Shop, wenn ich das freeze. Passt. Der hat den eigentlich einen super Buddy und stellt den einfach so auf, dass er nichts verwandelt. Interesting. Könnte sich überlegen, ob es wert ist, den zu freezen, weil man natürlich eher sein Board in die gezielte Richtung bringen kann. Ja, also hiermit kann ich eher sagen, okay, ich will Demons, also hole ich mir noch einen Demon. Sieht gut aus. Level, ja. Flip. Perfekt. Besser ging's ja kaum. Schön. Sogar Highest Attack Unit, weil HP kriegt der mit der Zeit sowieso. Ich glaube, es ist trotzdem wert, nochmal für Chef's Choice zu freezen, oder? Na, Tavern 3. Es gibt schon schöne Tavern 3 Demons. Es gibt die Fellblatts, es gibt Malkasar und es gibt den Imp. Die sind schon alle sehr, sehr nice. Traum Trinket wäre Fellblatt Trinket, weil ich den Slimy Fellblatt immer wieder flippen kann. Ansonsten das Trinket für ihn ist nicht relevant, oder? It's your destiny to win this. Da ist er gewesen. So, was ist für mich relevant? Jede Runde einen Kampfschrei bekommen? Oder das große Trinket nochmal bekommen? Ich glaube, ich gucke mir mal an, was jede Runde einen Kampfschrei heißt. Gibt halt gute und weniger gute. Das ist natürlich ein schöner Spell. So. Why not? Slimy Fellblatt ist halt auch ein Kampfschrei, von daher alles möglich. Ja gut. Und das, obwohl er schon einen Triple hatte. Aber er ist auch 4 gelevelt, ne? Macht schon was aus. So. Ein schlechter Kampfschrei. Ich glaube, dann ist das aktuell bei den Stats, die wir haben, sogar besser, den zu cyclen, um ein ganzes Board zu buffen.
and he'll win this. Damit können wir sehr, sehr gut leben. Damit auch. Damit auch. Und dann muss das gehen. Will ich eher buffen oder will ich eher... Ich glaube, das ist zu viel, wenn man das so macht. Ah, ein zweiter Imp ist natürlich sehr geil. Das ist es aber nicht. Oder man holt sich einen dritten Imp. Mal gucken, vielleicht hitten wir den sogar. Tun wir leider nicht. Ist aber nicht schlimm, denn wir können natürlich so und so machen. Wenn das jetzt ein Ursul ist, rasten wir komplett aus. Ist es nicht, aber dann Takari nehme ich auch. So. Schlecht stehen wir damit schon mal nicht da. Ja, simples Prinzip, ne? Bisschen Buffs einfach machen, dadurch, dass man cycelt. Das war zuerst das Fressen selber auf dem Picky, dann war es Mindmark. Dann ist es jetzt der Igniter gerade, weil das Boardbuff halt für mich bedeutet. Man kann das natürlich, hätte ich das Trinket dafür gehabt, wäre es natürlich eher Shop-Buffs gewesen in Form von Slimy Fellblatt. Den habe ich gerade einfach nur verkauft. Weil nur HP cyclen ist vielleicht ein bisschen wenig. Vor allem im Midgame, wo alle krankes Tempo spielen, war mir das wichtig, dann eher für alle Demons hier den +2/+2-Buff zweimal zu machen. Der Kollege hat natürlich mit einem sehr, sehr, sehr frühen Brand auch gut gehittet. Aber wir sollten gewinnen. Das ist deutlich sogar. Das sind 15. Without a chance, dude. Okay, aber viele Leute spielen gerade Demons, kann man auch sagen. Okay, wir kriegen jede Runde einen 7-Drop. Die ersten zwei Spells sind umsonst, mehr Gold oder 7 Gold geben uns ein Tricket. Ne, wir gucken uns den 7-Drop an. Let's go. Moira. Ja. Ja. Moira da ist, dann muss das gehen. Der kommen. Der darüber. Der gehen. Gucken wir mal, was wir mit Moira reißen können. Oh, Slime, da möchte ich drauf enden eigentlich. Jetzt fresse ich den bei meinem Glück. Aber dann ist es halt so. Ist nicht geil. Sollen wir nochmal spielen? Zack, Moira verdoppelt nämlich Kampfschrei, das haben wir gerade gesehen, und Todesröcheln. Das heißt, wir kriegen da auch nochmal 4 Attack-Buffs in die Shops. Das ist nice. Gucken, jede Runde ein Kampfschrei, jede Runde ein 7-Drop. Das kann in viele Richtungen gehen. Allen voran, welchen 7-Drop suchen wir? Logisch, Champion of Seregas. +10/+10 Shop-Buff ist sein Effekt. Das ist der Demon 7-Drop. Der wäre cool. Die anderen 7-Drops so, naja. Man könnte natürlich eine Fellblatt finden. Dann kann man, wenn man eine Fellblatt findet, dann kann man hier so ein bisschen was gehen lassen. Ne? Dann kann man das gehen lassen und nur mit 2 Units vielleicht nur Fellblatt plus Implicator arbeiten oder so. Alter, ein goldener Arid Atrocity, das ist geisteskrank gut. Guck mal, was der spawnt, Alter. Dass wir dagegen gewinnen, ist krank. Hätte ich nicht gedacht. Stehen gut da. Gratis Gold. Talking about him. Boah, geil.
Jetzt muss ich eine Unit gehen lassen und das ist Wrath Reaver. Denn den kann ich nächste Runde nochmal flippen. Und dann ist das, wie ihr seht, von den Shop-Buffs her doppelt so viel Stats wie der Wrath Reaver, die er mir gibt. Den haben wir mal eben schnell von 10-10 Stats auch auf 80-80 knapp gehoben. Grundprinzip ist klar. Jetzt müssen wir gucken, wie können wir das komplett eskalieren, dass wir da Richtung Mondlandung kommen. Denn wir wissen alle, Turn 12, 13, wenn du High Rolls hast du Turn 12, 13, 200, 200 Boards. Das funktioniert mit Stacheleber, das funktioniert mit Demons. Da gibt es wirklich viele kranke Kombos, die komplett abheben. Und die müssen wir jetzt finden. Die könnte es sein. Hat er schon plus 5 plus 6 machen, seine Gems. Krank. Boah, was ein knapper Win, aber geil. Na, Bran und Moira stacken halt nicht, ne? Make a friendly minion golden. Ja, das ist 100 pro Moira, die wir hier golden machen, oder? Golden Moira, dann brauchen wir Golden Bran nicht mehr. Dann bedeutet das hier sogar schon plus Gold. Das bedeutet auch plus Gold. Eins, zwei, drei, das noch mitnehmen. So, jetzt rollen. Lol. Nimmt man nicht mit, glaube ich. Auf dem ende ich. So, wer frisst denn zuerst? Der frisst zuerst. Das sind so. Jetzt muss ich wieder rollen. Bam, bam, bam. Der weg. Jetzt hier reingucken. Das wäre natürlich auch noch geil. Jetzt wird's aber geisteskrank. Wie kommt man denn hier noch irgendwie durch? Muss ich mir nächste Runde was überlegen. Da muss ich mir nächste Runde was überlegen. Ich brauche ja zwei Flex-Spots. Ja. Das ist halt das Traumding, ne? Das meinte ich. Wir sind Turn 11 und die Leute fangen an, die mehrfach 100 Stats anzusteuern. Aber wir töten ihn. Wichtig, wichtig. Der hätte uns überholt. Das ist die Traum-Kombo. Damit zu verlieren, ist absolut einfach nur traurig. Der hätte das niemals verlieren dürfen, glaube ich. Das ist natürlich super geil. Das weg. So. Ich bin der Meinung, wenn man Double HP hier hin tut und den auslöst. Dann kann man jetzt den flippen. Zack, der frisst, wir rollen. Eine Golden Unit kann ich nicht mehr flippen, ist mein Problem, ne? Dann mache ich das auch nicht. This is a dead end. Na? Ach schade, kein Demon hier. Da wurde einiges gefressen, dann können wir nochmal rollen. Und dann, ja, ist es das schon, oder? Ah, für die Moira noch Spott vielleicht kriegen. Wir haben schon lange keine Shop-Ups mehr gemacht. 2020 ist jetzt auch nicht das Größte. Ah, wir sind deutlich größer als er. Versucht da nur über Golden Atro City irgendwas zu reißen.
Der war doch eben so stark. Dann haben wir ihn besiegt und seitdem hat er wahrscheinlich sehr ängstlich spielen müssen, um nicht zu sterben. Aber we don't care. Ja. Geht in die richtige Richtung. Make a minion golden. Like to see that. Harigolden. Extra Gold. Dann darf hier der Kollege sich das gönnen. Erstmal da. Perfekt. Dann kann ich sogar schon wegrollen. Aber wir nehmen mal Spott für Moira mit. Das ist das alles nicht. Hallo? Demons? Magical things come in small packages. Go hire one of those minions. Oh, noch ein Ursul kriegt man nicht mehr unter, ne? Weil, wenn man Drakari wegtut, wäre auch schade drum. Und den kann ich nicht. Ja, vielleicht macht man Ursul ja noch golden. Aber den kann ich nicht gehen lassen. Der ist mein Hauptscaling. Das heißt Hauptscaling, aber der frisst dreimal durch Moira jede Runde. Das ist quasi genauso effektiv wie mit dem Imp schon fast. Und plus Ursul noch. So, aber genau das ist die Taktik. Ich habe ja gefragt, wie schaffen wir es, Turn 12, Turn 13, 200er Units stehen zu haben? Und die Antwort ist ja, genau so. Nur, dass er halt gesagt hat, ich stack die Stats auf diese Unit hier. Und wir brauchen Venom, weil tausende Stats wird schwierig. Wie hat er das gemacht? Er triggert ihn halt jede Runde und hat wahrscheinlich dick Shop-Buffs. Ja, mehr nicht. Mehr ist das nicht. Ah, der frisst die Shop-Buffs jedes Mal von dem Deep Blue. Ah, okay. Let's see. Aber wir brauchen nur eine Venom-Unit, um den zu kontern. Daher ist alles gut. Auch das spannend. Gucken wir mal. Das Zusatzgold. Das nicht. Hallo? Warum hitten wir denn nichts die ganze Zeit? Ah. Warte, so rum ist besser. Der Quill, ja. Frage ist, schaffe ich es, den so groß zu kriegen, dass der es mit dem Tausender da aufnehmen kann? Das wäre ja auch eine Möglichkeit zu sagen, dann macht das so. Ach, ich habe ja Venom hier sogar. Okay. Shop. Oofs. Den hätte man auch noch gerne. Aber kriege ich gerade nicht unter. Gucken wir mal. Wie viel Attack hatte der? Der war schon riesig, ne? 900 auf 1500. Uff. Alter Schäde. Okay, wir sind alle in dieser gigantischen Region unterwegs. Shit, Alter. Wo sind denn die Bloodshams, dass der so gigantisch wird? Ah, plus 8, plus 28 und dann das Golden, den noch. Ja, das ist wild. 35 Damage und ich lebe noch. How is this possible? Fellblood macht auch nichts für uns. Wir haben keine Kampfschrei, die wir hier auslösen wollen, wirklich. Schade. Aber gegen den ist alles easy. Ich habe jetzt noch eine Runde Zeit, vernünftig Stats zu machen. Ist gut.
course I can take that one in. Here's a gold bullet. Kann ich nicht kaufen, weil der wird gefressen. Sehen wir jetzt ja, genau der wurde gefressen. Scheiße. Mein Fehler. There is so much power in this one. Now tame it. You deserve better. Here, have a go. Where's the fight? I love catching some waves. Where's the fight? There she blows. Mein Mann, was ist denn hier los? I love catching some waves. Let me guide you. Why, of course I can take ich sag mal so, zur Not baut man sich hier sowas, denn der Kram hatte kein Gottesschild, oder? Ich hab nichts geflippt diese Runde. Auch wild. Oh, ich könnte, das könnte ich natürlich auch machen. Ich könnte gleich in einem Late Shop die großen Stats flippen, dass der die frisst. Das wäre möglich. Weil der kriegt ja die doppelten Stats, die er frisst. Und dann könnte ich quasi die gigantischen Ursul-Stats hier auf dem übertragen. Vielleicht überlegen wir uns das. Ist es dann besser... Spellcraft, choose a different minion, bla bla bla. Oh, Ursul noch golden machen irgendwie. Akari brauche ich noch. Ich glaube, ich lasse Moira gehen. Der kriegt wenn Spot. Wir nehmen von dem einen Minion. Das. Spielen das, lassen die gehen, spielen den, holen uns nochmal einen Imp. Nee, kriegen wir nicht unter, ist too much. Ach, ich krieg den, weil der golden ist, nicht in den Shop, mein Fehler. Aber was ich in den Shop krieg, ist... Den. Und dann kann ich den. Okay. He dead. Aber der, was kommt hier raus? Und dann nochmal der Große raus? Yo. Was ein knapper Fight, Alter. Ah, ich hätte den Ursul nicht golden machen dürfen, dann hätte das geklappt, weil dann wäre mein Imp größer gewesen als seiner. Ah, wie close. Aber wir waren alle gigantisch, Leute. Was eine Runde. Trinkets, ich hab's gesagt, to the moon. Ja, das habe ich nicht überlegt, dass der Golden Ursul mir gar nicht so viel mehr Stats gibt und der normale, dass ich den nicht mehr flippen konnte, weil man natürlich nur nicht goldene Minions in den Shop flippen kann. War ein Missplay am Ende und ich glaube auch, ohne dieses Missplay hätten wir den besiegen können. Krank, dass er quasi auf nur Scam, Riesen-Minion plus Kultis gespielt hat. Das war wirklich wild, aber das wäre auch unsere Richtung gewesen. Von daher hoffe ich, das hat euch Spaß gemacht. Wenn das so ist, lasst mir gerne ein Abo da, schreibt mal rein, welche großen Stats habt ihr mal auf dem Imp erreicht und ansonsten habt eine geile Zeit. Ich bin raus. Ciao.